So, viele wissen ja nicht, wozu denn diese seltsame Summon-Herbeirufen-Funktion vom Tesla gut sein soll. Ich parke bisher immer aus irgendwelchen engen Parklücken aus oder ein. Naja, mehr oder weniger engen Parklücken. Das hat keinen so überzeugt. Jeder hat gemeint, das ist ja Unfug. Jetzt guckt euch mal das an. Also das Auto steht jetzt hier sehr, sehr knapp in einer handelsüblichen Garage. Aha, ich habe den Schlüssel in der Tasche, deshalb reagiert er jetzt auch schon. Und ich habe keine Lust, das da selber rauszufahren, beziehungsweise auch nicht reinzufahren. Und deshalb nehme ich hier die App und sage hier herbeirufen. Und dann nimmt er Kontakt auf mit dem Auto. Und so, jetzt erkennt er mich auch und ich sage, fahr mal rückwärts aus der Garage. Ich muss den Finger hier übrigens draufhalten, sonst tut das nicht. Und ich hoffe, ihm ist das nicht zu knapp. Reinfahren wollte er nämlich nicht. Rausfahren tut er aber. Darf ihm nicht im Weg stehen, sonst hält er natürlich auch an. Und das Auto fährt sauber vor. So ist das gedacht. Das ist die Funktion eigentlich, die man da hat. Jetzt muss ich irgendwann selber anhalten. Sobald ich hier die Hand da wegnehme, hört er auch auf. Jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, wozu diese Summon-Funktion eigentlich gut ist. Okay, ich probiere es auch nochmal, ob er das auch in die Garage kann. Also vorwärts. Er hat da so einen leichten Absatz da unten, deshalb hat er das beim letzten Mal nicht gewollt. Ich bin ihm zu weit weg. Wenn ich zu weit weg bin mit dem Schlüssel, dann denkt er, ich bin weggelaufen, dann macht das auch nicht mehr. Na? Hallo, ich bin noch da. Okay, da hat er mich wieder. Also jetzt komm mit Schwung. Ich habe manchmal auch ein bisschen Angst, dass er hier da irgendwo dran fährt. Er klappt doch die Spiegel extra ein. Er fährt zu langsam, das klappt nicht, oder? Ich dachte immer, man könnte ihn irgendwie anlernen, dass er das wirklich macht. Nee, er hat einfach hier, da ist da unten, man sieht's. Er setzt dann mit den Rädern auf. Ah, doch, er schafft's. Ah, das ist ja super. Er hat es tatsächlich geschafft. Und jetzt lasse ich ihn einfach vorfahren. Er müsste da vorne nämlich selber anhalten. Oh, Angst. Ich bleibe weiter drauf. Komm, fahr. Er bewegt sich noch. Gut. So funktioniert das. Also wenn man ihm das jetzt noch ein paar Mal beibringt, müsste es eigentlich besser gehen. Wenn man jetzt noch ein automatisches Garagentor hat, dann würde er das Garagentor auch noch automatisch auf und zu machen können. So, ich hoffe, diesmal ist ein bisschen deutlicher geworden, wozu denn diese Summon-Funktion hier beim Tesla Model S, Model X eigentlich gut sein soll. Model 3 wird das wahrscheinlich das nicht geben. Schätze ich mal, habe ich noch nichts von gehört, dass es das auch gibt. Ist ja auch Luxus. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.